رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. So, die nächste Frage, mein Bruder, ist: Bricht das Austreten von Sperma und Lusttropfen das Fasten? Mit Konsens der Gelehrten bricht das beabsichtigte Austreten von Sperma das Fasten nahm. Sperma kann in drei Situationen austreten. Die erste Situation ist durch Masturbation oder Geschlechtsverkehr. In diesem Fall ist das Fasten gebrochen und es verpflichtet zu der Entrichtung einer Sühneleistung. Selbst wenn beim Geschlechtsverkehr kein Sperma austreten sollte, ist das Fasten somit natürlich gebrochen. Die zweite Situation ist, dass eine Person immer wieder auf Erregendes schaut, sodass was austritt, sodass Sperma austritt. In diesem Fall ist das Fasten ebenso gebrochen. Sollte das Austretende aber Lusttropfen sein, so ist das Fasten in Schadern noch gültig. Die dritte Situation ist, dass eine Person sich in ihren Gedanken Sachen vorstellt und dadurch Sperma austritt. In diesem Fall ist in Schadern das Fasten noch gültig. Na, wafik.